Ja, meine Mutter hat gesagt, bevor er anfängt zu saufen, soll er lieber Musik machen. Es war wirklich eine ganz lustige Geschichte. Wir waren zusammen in der Klasse, da damalige Gitarrist Axel Katzmann und der erste Gitarrist Bernhard Rapprich, der nie irgendwie weiter, der war nur ganz am Anfang dabei. Die haben gesagt, wir nehmen jetzt Gitarrenunterricht und fangen an, Musik zu machen. Und haben einen Sänger gesucht. Dann war ich derjenige und habe dann angefangen, da zu singen. Wir hatten dann so Klassiker wie "Wir haben kein Niveau" und solche Songs. Und das war schon... Bis heute noch nicht. Im Keller, ja, das stimmt. Und dann haben wir einen Schlagzeuger gefunden, der damalige Drummer, der OW, war übrigens auch in unserer Klasse. Wir haben uns in der Pause unterhalten, gemacht, ah, das ist geil, einen Drummer bräuchte man. Ich lerne doch gerade Schlagzeug. Ja, und so kam er dann dazu und dann haben wir noch einen Bassisten gebraucht, weil das hat ja gefehlt zur klassischen Besetzung. Und da der Gerre unser bester Kumpel war, habe ich gemeint, Gerre, du lernst jetzt Bass. Dann hat ich habe noch nie Kumpels in meinem Leben gehabt. Aber hat er gemeint, ja, aber allein habe ich keinen Bock. Und habe ich gemeint, als Sänger kann das überhaupt nichts schaden, auch mal ein Instrument zu lernen. Ne? Und dann sind wir schön in den Unterricht getackelt und dann haben wir festgestellt, dass mir das extrem viel Spaß macht. Und nein, das war nicht so, dass dir das extrem viel Spaß macht. Es war einfach so, der wollte mich wie immer... überflügeln. Er hat mir vorher in der Schule immer schon auf die Fresse gehauen. Ne? Dann haben wir zwei Leute Bassunterricht, die schaue ich kaputt. Und dann habe ich gesagt, dir zeige ich zu Penner, dann fange ich mal an rumzubrüllen. Ja gut, und dann hat er gesungen, haben wir festgestellt, das ist etwas besser als mein Gesang. Nein. Und, normalerweise würden wir heute klingen wie Edguy, wenn ich singen würde. Aber so klingen wir halt wie Tanker. Wenn ich so Bass spielen würde, wie ich damals gekonnt hätte, wäre Manowar ein Haufen Scheißdreck dagegen. Noise Records entschlossen sich, Tankard ins Tonstudio zu schicken, um einen geeigneten Longplayer einzuspielen. Für den Plattenboss Karl Ulrich Walterbach war mit Harris Jones im Berliner Music Lab Studio der geeignete Mann bereits gefunden, da Harris für Karl Walterbachs andere Label Plattenproduktionen durchgeführt hatte. Jones prägte den Sound der deutschen Fresh-Szene der 80er Jahre entscheidend mit. Ja, unser Debütalbum und die Songs, die da drauf zu hören sind, waren schon teilweise mehrere Jahre alt. Also wirklich die allerersten Songs auch dabei, die wir so mitgeschrieben haben. Unser damaliger Gitarrist Axel Katzmann hat sehr gerne Punk gehört. Ich denke, so ein kleiner Punk-Einschlag ist auch auf der Platte durchzuhören. Und gibt es jetzt auf Vinyl wieder als Re-Release über Nuclear Blast. Ist lizenziert worden von Universal Music und gibt es in drei verschiedenen Farben. Und ich habe mir alle Farben natürlich schon bestellt, weil ich alles sammeln muss. Das Ding war total spannend, weil es die erste Platte war. Und ich weiß nicht, wie Gary mich angerufen hat, hier, wir haben Platten geschickt bekommen. Habe ich erst nicht geglaubt. Dann haben wir uns getroffen in der Kneipe, alle Mann. Keiner hat den Vertrag verstanden. Gut, naja. Steht irgendwas drauf, komm und schreib mir mal, scheißegal. Und dann hat das Unheil seinen Lauf genommen. Witzige Anekdote auch noch. Es war ja die erste Platte, die wir auch in Berlin bei Harris Jones im Music Lab aufgenommen haben. Wir waren halt noch ein bisschen jung und wild und haben im Hotel gewütet und sind dann da Hotelpension Kreuzberg rausgeflogen. Und Dann mussten zwei von vier dann heimfahren und die ersten 1000 D-Mark wurden uns direkt abgezogen. Unser damaliger Drummer, der Olli und ich waren ja schon fertig mit den Aufnahmen. Wir mussten dann eine Nacht im 9-Sitzer-Bus verbringen, um dann am nächsten Tag heimzufahren. Weil wir hatten schon was getrunken, konnten nicht fahren und dann haben wir das gesagt bekommen. Dann haben wir dann die Nacht im Bus verbracht und am nächsten Morgen heimgefahren. Was eine Scheiße. Der Aufenthalt war eine einzige Party. Leider ging einiges zu Bruch. Ich glaube, es war eine Rechnung über 900 Mark, die uns Karl Walterbach hat zahlen lassen. Glasscheiben zerbrachen und wir kochten Ravioli im Zimmer auf einem Campingkocher mitten auf dem Teppich. Das Schrankdiving haben wir dort erfunden. Wir sind immer vom Bett in den Schrank hineingedeift und der brach zusammen. Dann haben wir ihn wieder aufgebaut und weitergemacht.